Grüß euch, ihr Lieben. Erstmal möchte ich auch all den Zuschauern, die daheim vor ihren Bildschirmen sitzen, danken, dass ihr eingeschaltet habt. Ich hoffe, euch hat es bisher gefallen. Ich darf euch jetzt unser Organisationsteam vorstellen. Ich fange einfach mal an mit dem Yassin. Yassin, komm zu mir, sag ein paar Worte noch zu den Leuten. Ich danke dir, dass du so sehr geholfen hast. Es bleibt eigentlich nicht viel zu sagen. Wunderbares Publikum. Schön, dass ihr da wart. Werdet aktiv. Steht auf. Kommt zur nächsten Demo, die sicher bald stattfinden wird, in den Livestream. Peace an euch alle. Danke fürs Einschalten. Das nächste Mal hierher kommen. Ganz wichtig. Ja? Wir müssen mehr werden. Und wir werden mehr. In diesem Sinne darf ich weitergehen an den Thomas Schaurecker, der sich auch sehr für diese Demo, fürs Zustandekommen eingesetzt hat. Vielen Dank, lieber Yassin. Uns ist, glaube ich, was gelungen, was in Österreich selten ist. Jetzt haben Sie die unterschiedlichsten Menschen gefunden. Und glaubt's mal, es gab Reibungswärme, aber es war spannend. Aber die trotzdem gemeinsam ein Ziel hatten. Nämlich genau für euch heute da zu sein und das zu organisieren. Und ich bin sehr, sehr stolz, ein Teil davon zu sein. Und ich werde es jederzeit wieder machen. Vielen Dank an diese Leute. Und da ich halt schon genug gesprochen habe, darf ich jetzt David übergeben. Bitteschön. Ja, schön, dass du da seid. Freut mich. Danke von Graz aus der Steiermark, dass ihr alle so zahlreich erschienen seid. Super! Halten wir zusammen, stehen wir miteinander. Und schauen wir, dass wir das Corona endlich hinter uns lassen. Echt. Und gehen wir in Liebe und Licht weiter. Danke! Ja, ich bin auch froh, dass ich Teil sein durfte von den Veranstaltern hier. Ich möchte mich auch nochmal herzlich bei Merlin Eilers bedanken, dafür, dass er da den Kopf hinhält für uns alle. Ich habe selten jemanden erlebt, der das so entspannt angeht wie der Merlin und auch so kompetent. Und ich finde es super, dass ihr immer noch da seid, weil es ist scheiße kalt, ja. Das muss man einfach mal sagen. Das ist eine super Leistung und ich meine, es ist ja auch wichtig. Also wir stehen hier für unsere Grundrechte, für unsere Freiheit und zum Schutz unserer Kinder. Und das ist etwas, wofür man aufstehen kann und auf die Straße gehen kann. Vielen lieben Dank an alle, dass ihr da wart. Ich wünsche euch noch einen schönen Abend. Ja, Kerstin traut sich nicht. Sie ist auf jeden Fall die zweite Gruppe aus Salzburg. Salzburg wacht auf, die auch mit uns zusammenarbeiten, mit dem Verein und immer dabei sind, wenn wir irgendwas machen wollen und beim Organisieren hilft. Ich danke euch wirklich allen. Ich danke dem Organisationsteam. Es war die harte letzte 3 Wochen. Wir haben viel gearbeitet, haben viel gemacht, haben heute auch, glaube ich, gut was auf die Beine gestellt. Ich danke euch wirklich allen, dass ihr so lange ausgehalten habt bei dem Wetter. Und beim nächsten Mal sind wir viel, viel mehr. Genau.